Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei Bob wieder und wir werden heute mal ein bisschen rumschauen, wie wir den Bob vorbereiten für die neue Erweiterung. Denn die neue Erweiterung, werde berühmt, kommt ja bald raus und unser Bob, wenn er gerade nicht von Bienen gefressen wird, sollte ja auch ein bisschen berühmt werden. Da er arbeitslos ist und da er auch obdachlos, mehr oder weniger obdachlos ist, möchte ich gerne, dass er irgendwie so ein bisschen berühmt wird in seiner Art und Weise, die auch komplett niedlich ist. Jo, dann wollen wir mal gucken. Erstmal was futtern. Auf jeden Fall, das Äußerliche von Bob hat sich noch nicht großartig verändert. Er ist ein bisschen cooler geworden, er ist ein bisschen gelassener geworden. Er ist aber immer noch ein bisschen hier moppelig. Von daher werden wir heute wahrscheinlich wieder. Oh, die Catfield. Weltberühmten Zirkus besuchen. Ja, lass uns mal machen. Gut, die Hygiene ist ja jetzt noch ein bisschen. Wie jetzt? Ich habe doch okay gemacht, oder? Was ist hier los? Okay. Dann nicht. Gut, dann springen wir gleich nochmal ganz schnell hier in die Dusche. Also, beziehungsweise Bob sollte mal hier mal ein bisschen duschen und wir werden dann etwas unternehmen. Wir haben nicht sehr viele Kohle. Vielleicht können wir noch mal was finden. Ja, erstmal alle gießen und dann alles verkaufen. Jetzt Moment, jetzt alles oder so. Hier mega verkaufen wir natürlich am besten. Das ist ja nur 106. Ach Mann, das kommt ja nicht wirklich voran mit dem Geld verdienen. Vielleicht sollte mal Bob ein bisschen malen. Jetzt mal kurz überlegen. Also als berühmter Mensch sollte man irgendwelche Fähigkeiten benutzen. Was hatte denn Bob eigentlich? Jo. Bob kann auf jeden Fall ein bisschen Charisma aufgebaut. Oh, geh weg! Nein! Nein, geh weg! Oh Gott! Oh Mann! Kann man ihm hauen oder so? Oh, wie viel? Boah, ey, meine Herren. Okay, das muss auch gemacht werden. Gut, konzentrieren wir uns jetzt wieder auf das, was Bob eigentlich kann. Der Bob kann gut Charisma. Das ist eigentlich ganz gut, denke ich mal. Gartenarbeit nicht so. Genau, wir haben hier Gitarre. Also Bob kann ein bisschen Gitarre spielen. Ich könnte das aber noch nicht wirklich ausprobieren, weil immer diese Gitarrenständer da waren besetzt und er könnte vielleicht damit hier was verdienen. Logik. Naja, gut, okay, das kann nicht schaden. Und sonst tanzen kann er noch ein bisschen und singen gar nicht. Gut, jo. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So, erstmal ein bisschen Garten gießen. Hier kann man noch mal kurz reinschauen, was er noch machen muss. Weiterentwickeln. Kann man eigentlich was ein weiterentwickeln? Hier kann man nichts weiterentwickeln. Ja, toll. So, alles verkaufen. Ja, ist doof. Ich finde es auch. So viel vor allen Dingen. Gott, 784. Also wir kommen einfach aus diesem tiefen Loch nicht heraus. Oh, das nervt. Ja, es ist ja noch 100, was er da verdient. 9, ey. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, gut, also als Vorbereitung für die neue Erweiterung. Büchern blättern, ja, mach das. Comedy wäre noch cool. Joa. Oh Gott, was ist mit den Bienen los? Okay, ich glaube, die muss man mal ein bisschen hier. Genau, erstmal Anzug und dann das. Genau, dann machen wir das mal. Die sind ein bisschen aufgebracht anscheinend. Irritiert. Gut, dann ziehen wir den Anzug mal aus und dann einmal nochmal kurz verbünden. Genau, das wird auf jeden Fall mal ein bisschen vielleicht die Lage entspannen. Und die Bienen werden nicht mehr so aggressiv ihm gegenüber. Hoffentlich, Götter. Hoffentlich.
Ja, wir haben Halloween heute, aber leider noch nicht im Spiel. Was haben wir? Was steht so an? Wir haben erstmal Sommer. Rauferei in der Nachbarschaft. Cool. Oh, da freue ich mich drauf. Das kommt ja noch. Aber gut, okay, wir werden jetzt mal was tun. Erstmal auf Klo gehen. Das werden. Nein, nicht Stühle bewegen. So, wir gehen erstmal auf Klo. Und wir könnten mal Zähne putzen, dann wird er noch selbstsicher. Jetzt was pflanzen. Ja, keine Ahnung. Also er kann einfach nicht so wirklich mit seinen Pflanzen hier. Haben wir noch was Cooles, was wir pflanzen könnten? Das hier. Warum habe ich das noch nicht gepflanzt? Wo ist das Ding jetzt? Das. Wir haben noch kein Zimtfrucht, ne? Das pflanzen wir mal. So, einmal pflanzen. So, das möchte er gerne, das machen wir auch. Und irgendwie ist auch alles nicht gegossen. Erforschen. So. So, einmal gießen. Können wir nochmal alle gießen? Vielleicht wird noch was gegossen. Vielleicht können wir da ein bisschen. Jo, sechs! Cool, können wir vielleicht schon mal etwas Cooles machen? Kann man das? Das kann man noch nicht erforschen. Nee. Aber das kann man erforschen. Ja, lass mal kurz erforschen, was er da so bringt mit erforschen. Toblerwulfenica? Ah ja. Da ist blau, hier ist Oh. grün. Jibs. Jo. Alles klar. Aber was Neues erfahren dann? Oh, es dauert ein bisschen. Okay, es dauert ein bisschen. Lenvasa in Ah Mara. ja, Notizen Good machen. boy. Genau, richtig, richtig. Ludwig Bedorf. Schade. Ja, Johannes. ganz wichtige Notizen sind das. Ich weiß zwar noch nicht, was die Lenvasa bringen in Mara. sollen, aber ja. Impala Janjo. Ja, Impala Oh. Janjo bringen die auf jeden Fall was. Ah, Duroy. Ja, die Hälfte haben wir Duroy. geschafft. Good Jo, boy. alles klar. Jo, Lule boy. Yawatsa Bedorf. Sabirapam Jolbanka. Ich finde das irgendwie Drew cool. Drip. Reinick. Der wird jetzt erforscht. Ja, man muss den noch mal kreuzen. Also kreuzen wäre echt nicht schlecht, weil dann können wir auf jeden Fall mal ein Ah, bisschen schade. mehr Johanlin. Sorten auf einen Strauch Was haben, Bebimpala Jancho. beziehungsweise auf einen Baum, je nachdem, was wir da so wählen. Und dann können wir vielleicht auch Ah, mal was kreuzen, wo was Toblerwulfenica. Neues gibt dann, ne? Was Also, so, Bebimpala Notizbuch öffnen. Das wäre Jancho. ja. Nee, da, Uff. hey, wo ist Notizbuch? Das Pinnwand. Irgendwo hier ist Notizbuch. Moment, da ist Notizbuch. Da, was hat er notiert? Basilikum. Ah, das steht doch alles immer drauf. Ah, mit Salbei veredeln, um Petersilie zu erhalten. Ach, das ist ja niedlich. I see. Mit erforschen kann er etwas erforschen. Und dann kennt er die Kreuzung. Sonst musste man immer googeln. So kann man das ja erforschen. Das ist doch schon mal echt nicht schlecht. Das ist cool. Genau, das ist eigentlich ganz cool. Gut. Ja, also Garten ist erstmal fertig, soweit. Ich denke, wir werden mal ein bisschen ausgehen. Nur jetzt wieder Fitnessstudio. Ich weiß nicht. Ich finde das auch so langsam ein bisschen blöd, aber irgendwie musste er doch. Nein. Oh. Er musste doch irgendwie mal ein bisschen was anstellen. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir. Vielleicht können wir irgendwie unsere Fähigkeiten verbessern. Und somit ja auch für die kommende Erweiterung mal ein bisschen was tun. So, jetzt hätten wir singend für 250 ein Mikrofon. Und habe ich das nicht gekauft? Nein, ich wollte eigentlich. Genau, dann machen wir jetzt hier bei Tanzfläche noch ein Mikro. Wir werden einmal investieren müssen. Genau, weil beim Singen kann er immer noch an Karaoke. Ich weiß nicht, das ist so teuer alles. An Karaoke teilnehmen. Und dann kann er auf jeden Fall was
verdienen. Oder beziehungsweise, also singen ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das wäre nochmal eine Idee. Dann hätten wir nochmal was schnitzen oder so. Aber ich weiß nicht. Das ist nicht so. Ja, nicht so wirklich, ne? Also, mal gucken. Dann haben wir nochmal die Gitarre, die kostet 600. Die kann man uns nicht wirklich leisten. Haben wir eine Bühne? Hier kann man aber auf jeden... Ich nehme das Mikro. Mit Mikro kann man auf jeden Fall... Egal. Boah, es tut aber weh. Mit Mikro kann man Comedy-Fähigkeit, glaube ich, noch machen. Und... Singen üben, Witze erzählen, Lied singen, Leid. Leid von der Seele singen. Nein, Quatsch. Ein Lied singen. Das kann man auch im Inventar platzieren. Also man könnte das nehmen und unterwegs... Das kann man ja auch mit der Gitarre bestimmt auch machen. Wir platzieren das im Inventar und gehen wir mal raus. Dann gucken wir mal. Dann können wir das immer... Immer rausholen und unser Bestes geben. Ja, da mussten wir uns eigentlich eine Gitarre kaufen, ne? Gott, woher kriege ich die ganze Kohle? Ha. So, jetzt probieren wir erstmal aus, ob das mit dem Singen soweit funktioniert. Jetzt gehen wir aber irgendwo, wo schön ist. Wir haben hier einen Park. Park ist vielleicht ein bisschen langweilig. Meistens fahre ich in der Stadt. Da ist nichts los. Ja, wir fahren mal in der Stadt. Gut, und jetzt mal gucken. Künstler, wir gehen mal hier oder... Da war ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Ach, gucken wir mal uns erstmal den Park an. Nehmen wir jemanden mit? Wir können gerne jemanden mitnehmen. Wir nehmen mal die Candy. Also unseren Standard Anissa Candy. Sarah und Catwell, die nehmen wir mal mit. Ja, ich denke, Bob kann sich so ein bisschen weiterentwickeln und er kann auf jeden Fall mitmachen bei Berühmt werden und da freue ich mich schon riesig drauf. Ja gut, um Kohle zu verdienen in Sims 4 gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Die Beinchen sagen, man soll malen. Da kann man am schnellsten Kohle verdienen. Ich will jetzt nicht malen, beziehungsweise, ja, es geht ja jetzt nicht darum, jetzt mal so schnell Kohle zu verdienen, nur mal in eine süße Art und Weise. So, die Catfield geht rein, die gehen rein, mal kurz mit Candy noch quasseln. Zum Flitzen und Stiften. Was ist das denn? Das muss ich mir mal angucken. Drobus Verrick? Grenea. Ah, Chul, Chul. Ach so. Ach so. Ach echt? Ja, also meine deutsche Sprache ist ja nicht immer, also manche Begriffe sind mir immer noch ein bisschen fremd und das war mir auf jeden Fall fremd. Hätte ich das gewusst, vielleicht hätte ich schon gemacht. Ja doch, hätte ich auf jeden Fall gemacht, ist ja cool. Okay, alles klar. Wir gehen mal rein und wir werden jetzt mal unser Mikro mal hinstellen. So. Ja, und wir werden Witze erzählen. Weil ich denke, da kann er auf jeden Fall was Cooles machen. Und dann kommen hier zusammen hingehen. So, mal erstmal alle rein. Dann haben wir ein Festival noch. Moment, ich glaube, da gehen wir hin. Stopp. Alles stopp. Wir gehen zum Festival, liebe Leute. Jo. Das wird auch auf jeden Fall cool. Mit allen Leuten, die wir mit haben. Genau, dann ist ja cool, dass Festival gerade stattfindet. Dann können wir auf jeden Fall unsere, beziehungsweise Bobs, seine Fähigkeiten mal ein bisschen auf die Probe stellen und gucken, was da so rauskommt. War sehr gespannt. So. Da. Es kommt erstmal Musik, dann kommt das Bild und das finde ich immer so cool. Gut, dann quaseln wir nochmal mit Catfield. Vielleicht über etwas, über Geschicklichkeit. Ja, darüber kann man immer reden. Und dann haben wir unser Festival. So, was können wir hier tun?
Witze erzählen kann man. So, und jetzt hauen wir ein paar Witze raus. Wie jetzt? Das geht hier nicht. Ach nein. Da. Okay, wir haben hier ein Mikro. Witze erzählen. So, jetzt der Typ muss da weg erstmal. Ach, das ist der Santa Claus. Mit kurzen Hosen. Der Santa Claus. Nein. So, wo ist er? Zusammen hingehen. So, der muss jetzt weg da. Entschuldigung. So mal schön vorgedrängelt. So, hier weg da. Gut, ich denke... Wow. Sehr cool. Okay. Gut, wir haben jetzt hier für den Festival noch keine Aufgaben sozusagen. Oh Gott, oh Gott. Okay, es gefällt ihm. Finde ich süß. Paul und Mervs. Gut, dann lassen wir mal Bob erstmal das hier erzählen, wie es ist. Und wir können was futtern. Er futtert ja auch gerne. Vielleicht kriegt er auch mal. Was ist das? Momento. Das. Warum sind das so verschiedene Farben? Das ist ja alles das Gleiche. Ach, der Spaßvogel. Wem schließen wir uns an? Witz. Dem Witzbolden oder den Spaßvogeln? Ich glaube, wir machen den Witzbolden. Das machen wir zusammen. Ich mag die Farbe auch lieber. Ich würde mal sagen, nur wegen der Farbe habe ich das entschieden gerade. So, einmal zusammen ein bisschen was süffeln. Gut, an den Gang müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen arbeiten. So, einmal trinken. Die kriegen wahrscheinlich so eine Aura. So, und dann gucken wir mal. Alles klar. Ach, sehr. Will ich vorstellen. Alles klar, also wir sollen mal ein bisschen Unsinn treiben. Was ich eigentlich cool finde. Jo, spannende Sabotage. So, überzeugen ist. Tee ist giftig. Das darfst du nicht trinken, Mann. Nimm die Finger von. So, jetzt kommt's. Moment, jetzt quasi ein bisschen. Enzinuk, Kasana, Darvis, Walalo Chingle. Ja, genug gesammelt. Jetzt geht's hier los. So. Er hat's nicht hingehauen. So, nochmal. Es ist giftig. Es ist eine Verschwörung. Oh, das dürft ihr nicht. Das dürft ihr nicht. Nein. Ja, glaub mir. Ja, und dann bist du tot. Ist das geil? Und dann bist du tot. Ist das geil. So, jetzt hier. Einmal fröhlich vorstellen. Hat er schon? Macht er jetzt? Macht er oder macht er nicht? Ja. Ey, aber wo sind die Punkte? Ich hätte gerne mal die Punkte gesehen. Das ist ein Lied. Das war ein Lied, ein Furz. Das ist geil. Nö. Also wir müssen hier ein paar neue Leute einfach fröhlich vorstellen. Dann gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Unsinn treiben. Spaßvogelsabotage andeuten. Jo, das nehmen wir. Wir sabotieren die.
Also sie gehört dann wahrscheinlich zu dem anderen Team oder so. Es ist alles so, wie es ist. Nein. Warum hauen alle ab? Ja, das Essen ist scharf. So, erzählen wir auch noch ein bisschen über den Tee. Was hat die denn da, eine Voodoo-Puppe? Voodoo? So. Ja, Tee ist giftig, jetzt geht's wieder los, diese ganze theatralische. Jetzt sind die auf einmal aufgestanden. Jo. Jo. Ja, sehr cool. Wir liegen in der... Was ist hier los? Hört nicht so. Die Sabotage an euch. So. Gut, gut, gut. Alles klar. So, jetzt können wir was tun. Was können wir noch hier Cooles tun? Die Sabotage andeuten. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Levelaufstieg. So, einmal hier. Ist er jetzt auch in unsere Gruppe? Also haben wir ihn überzeugt sozusagen, dass er zu uns kommt? Anscheinend, ne? Ja, machen wir das. Nochmal das Lied. Das coole Lied, was jeder hören möchte. Oh, oh Gott, das stinkt hier immer noch. So, geil. So, sie gehört ja auch in unsere Truppe anscheinend. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ja, da haben wir uns schon vorgestellt. Noch nicht. Jetzt aber. So, überzeugt. Ja, also Tee ist giftig. Nein, nicht wegrennen. Tee ist giftig. Nein. Ja, alles klar. Wir machen die Interaktion weiter. Er lügt hier die ganze Zeit über den Tee. Jawohl. Gut, das passt. So, wen haben wir da noch? Oh, ich bin meine Feuerwehr. Mal zwischendurch ein paar Screenshots machen. So, alles klar. Das ist jetzt irgendwie... Oh, das kostet 70. Können wir das mitnehmen? Gut, alles klar. Also ich glaube, hier können wir noch ein bisschen was tun. Was hat sie da? Ah ja, komm, ist eine Gruppe. Ja, es wird langsam hier langweilig. Gibt es noch was anderes, was er könnte? Falsche, schlechte Nachrichten verbinden. So. Bleib stehen. Stopp. Nee, weiter bewegen. Hunger hat er jetzt. Sehr gut, dann könnte man noch mal ein bisschen hier handeln. Jetzt machen wir auch. Letztens hat ja nie so wirklich geklappt, aber irgendwann klappt es ja vielleicht. Oh. 500 habe ich bekommen! Wie und zu? Was ist das denn? Die haben es. Wie? Ich wollte ja handeln, Mann. Das ist das zum Kotzen? Oh, wie schön. Na gut, okay. Ich glaube, das Festival war jetzt vorbei. Bist du verrückt? Okay, die Handeln wollte sie auch nicht. Ja, sehr schön. Aber die Schlemmerfähigkeit steigt dann. Das ist ja auch gut zu wissen, ne? Ja, schön. Jetzt hat er Hunger, muss auf Klo und ist eigentlich fertig auf dem Reifen. Toll. Die Sabotage andeuten. So. Jetzt will ich mal was kaufen. Warum haben die jetzt alle geschlossen in den Feuerwerk oder was? Ah.
no, sir. Wir müssen aufpassen. Oh, ich glaube, sie mag das gar nicht. So, machen wir den Laden wieder auf. Ich gehe da mal hin. Ich werde nicht mehr für Essen bestellen. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Was ist das? Schlechter Handel. Ja, so ist das halt im Leben. Mann, ey, kauft ihr doch mal was zum Essen. Jetzt wollen alle dorthin, wer der zuerst aufgemacht hat. Und dann alle auf einmal, wow, wir wollen alle essen, wir haben alle Hunger. Das Feuerwerk hat viel zu lange gedauert. Essen bestellen, meine Herren. Aber 500 haben wir gewonnen. Jawohl, jawohl. Das ist doch schon mal cool. Auf jeden Fall. Kann man noch was gewinnen? Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, das Festival ist vorbei. Ja, ist vorbei. In der Gelände. So, und die machen gleich zu, deswegen gib mal was hier zum Futtern und dann gut ist. So, jeder kriegt ein Tellerchen. So, bam, bam. Ich glaube, das ist ein bisschen scharf. Macht aber nichts. Jodi Bibna, Arne Nusit, Sweeb, Listen at Zarspa. Sehr schön. Ja, mal kurz den Tag ausklingen. Es ist ja schon 1 Uhr nachts. Von daher, so langsam geht der Tag zu Ende. Erstmal den Scheiß hier. Oh, echt jetzt. Oh, die haben die Stühle weggeräumt. Die waren doch noch gar nicht fertig, Mann. Die waren doch noch gar nicht fertig. Dag, dag. Warum hat er Minus? Mit anderen Sim erwischt. Wie bitte? Gerne. Wie bitte nochmal? Oh oh. Oh. Oh nein! Narfa. Ja, wir sind doch gelaufen. Stimmt ja, wir waren mit der anderen. Also, Bob war mit der anderen Mädel. Irgendwie zusammen, bevor er Catfield kennengelernt hat. So, und wir gehen nach Hause. Oh, das ist doch mal scheiße. Ich habe sonst immer aufgepasst, aber jetzt habe ich das komplett vergessen. Also das war wohl ein Erfolg, sowie auch Misserfolg. Wir haben 500 dort verdient, aber leider einen Menschen verletzt. So, ja, geh auf Klo. Geh auf Klo und geh was essen, ey, das gibt's ja nicht. Ah, oh, was für ein Tag, ey. Das ist doch nicht normal. Haben wir da noch was liegen oder müssen wir was kochen? Ne, da liegt noch was. Würstchen! Ein Gericht nehmen. Und eine Voodoo-Puppe. Nicht zugeordnet. Und wie macht man das? Und was ist das? Ein Feuerwerk. Haben wir ein paar neue Sachen bekommen. Hier, und was ist das? Ja, mal da mal Voodoo. Ah, ne. Hier ist auch römische Kürze. Oh, das kann man wahrscheinlich nicht zu Hause stellen. Also ein paar Stück hatte bekommen. Cool. Kann man vielleicht verticken? Kann man verticken? Das ist gut. Aber ich würde gerne binden. Ich will ja auch nicht an Kinder binden. Verstehe ich nicht. Na egal, wahrscheinlich muss das Sim in der Nähe sein. Würde ich mal erstmal so meine erste Gedanke halt damit so verbinden. Okay. Gut, also der Tag war wie erfolgt, so wie es ist. Hier haben wir Bilder gemacht, dann geht's nicht. Na gut, hier Handel. Ja, 500 verdient. Wie sehen die Beziehungen so aus? Ja, also sie mag ihn nicht mehr, also nix da. Catfield hat nicht, ja, die sind ja verlobt und so weiter. Also... Nur Freunde, ja. Es ist halt so. Naja, kann man ja von hier aus auch SMS verschicken. Gut, doof gelaufen. Sehr beschämt. Ja, alles kacke.
Egal. Wir klinken den Tag mal jetzt einfach nur aus. Und dann geht Bob einfach mal schlafen. Und ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Und falls ihr Vorschläge habt, was ich noch mit dem Bob so einstellen könnte. Na jetzt? Nein, leider nicht. Geht viel, geht nicht. Falls ihr einen Vorschlag hättet, was ich mit dem Bob anstellen könnte, dann könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like lassen. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Heute ist Halloween, beziehungsweise jetzt gerade. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!